Super Icon. Pixel war ein kleines grünes Pixel, das es leid war, ein Teil der Menge zu sein. Pixel wollte mehr sehen. Pixel fand die wunderschöne Welt der Retro-Spiele. Es war Zeit, herauszufinden, und zwar mehr herauszufinden über seinen Hintergrund. Eine Zeit, wenn das als das einsame Pixel die Welt beherrscht. Life of Pixel, hier sind wir. Hier ist der Björn vom LSNPD. Ich sage herzlich willkommen. Schön, dass ihr zuschaut und ja, wir fangen doch mal gleich an. Ne? Dann, ja, Version 1.19a und ja. Der ZX81, ein System, das ich vom Gronkh kenne, weil er mal erzählt hat, dass er das auch besessen hat. Ich habe es leider nicht gehabt, aber schauen wir mal, wie die Grafik damals so aussah. Oh, wir können hier gleich Level auswählen, allerdings nur den ersten. Macht ja auch Sinn. Der Sinclair ZX81, 1981 eingeführt von Sinclair in England. Der ZX81 ist ein 8-Bit-Heimcomputer und konnte über den Postversand oder als Bausatz, also über Postversand als Bausatz oder als fertig zusammengewürfeltes System gekauft werden. In der CPU steckt der Zilog Z80A-Prozessor mit 3,25 MHz. Das ist ja niedlich. 1 Kilobyte RAM, bis zu 16 Kilobyte, 64x48 Pixel. Ja, das ist. Da kommt man auch gar nicht mehr hinterher. Und dann auch noch monochrom. Na, super. Ach, und das kenne ich allerdings noch vom C16, dass die Software auf Kassetten gespeichert wurde und dann durfte man Play drücken und dann hat er das von dem Magnetband der Audiokassette geladen. Und 1984 aus der Produktion rausgekommen, beziehungsweise nicht mehr produziert worden. Ja, dann fangen wir doch mal an. Ne? Wo sind die ganzen Farben hin? Hallo da, junger Pixel. Ich habe ein paar Hinweise. Also pass auf. Bei scrollenden Levels kannst du nach oben und nach unten drücken und dann in diese Richtung schauen. Und das hilft natürlich beim Beobachten der tollen Spikes. Ich finde jetzt auch schon die Schwarz-Weiß-Grafik genial. Möchtest du ein bisschen springen? Davon wirst du noch genug haben. Du kannst einmal springen oder, wenn du möchtest, auch zweimal springen. Und zweimal springen ist natürlich die Lösung zu vielen, vielen Tricky Parts, ne? Vergiss nicht deinen Action-Button. Dieser Action-Button macht alle möglichen Sachen. Meistens kannst du damit reden, wenn du mich irgendwo im Level siehst. Du kannst damit auch Bomben legen oder aus Fahrzeugen aussteigen. Merk dir das. So, das war alles fürs Erste. Und wo sind wir? Ach, wir sind der kleine Schwarze. Also, der kleine schwarze Pixel hier. Oh, wir haben hier ein Bubble aufgesammelt. Das ist alles noch relativ einfach. Life of Pixel, 1% haben wir geschafft. Noch kein Leben verloren, 13 Sekunden gespielt und Level Time ist 13 Minuten 21. Naja, machen wir mal weiter. Blocky Bobby. Du siehst ja aus. Oh. Nein, ich will doch da hochspringen. Und das war auch schon der zweite Level. Das geht ja hier ruckzuck, 26 Sekunden. Na, ich weiß ja nicht. Wir machen mal weiter. Unten sah fast aus wie das Tentakel von Day of the Tentacle. Autsch. Es ist voller Spieße. Ach du meine Güte.
Nein, ah, jetzt bin ich. Ja, siehst du, so fängt's an. So fängt's an und in der Hafenstraße endet's. Nein, da hat er mich auch noch erwischt. Das kann ja nicht sein. So viel Leben kann ich ja nicht verlieren. So, das war das. Jetzt müssen wir da lang. Jetzt muss ich mir... Nein, ach, jetzt bin ich da oben gegen gesprungen. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh. Aber ich mag diese Grafik voll gern, weil sie ist sehr minimalistisch und beruhigt auch sehr. Ah, nein. Und mit dem Timing habe ich das noch nicht so. Warte, wir müssen erstmal wieder unten lang. Einen von 7 Bubbles haben wir schon eingesammelt. Es müssen natürlich noch deutlich mehr werden. Da ist frei. Okay, dann ist bei dem nächsten Bubble auch wieder frei. Ach, hoch. So. Dann ist hier alles wieder frei. Dann müssen wir nochmal hier warten. Ich glaube, wenn man das speedrunnt, dann ist man da innerhalb von einer Sekunde durch. Aber wir sind ja hier zum Failen und zum Spaß haben. 1 Minute 44 kann gar nicht sein, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir kontinuieren. Fall nicht runter. Der nächste Level. Oh, oh. Oh, ja. Spring auch nicht gegen die Decke. Nein. Ich kann ja nicht zweimal den gleichen Fehler hintereinander machen. Das wirkt ein bisschen dösig. Zack. So, damit haben wir 6 von 7. Ach, da oben ist noch einer. So, dann werden wir hier einmal... Nein! Oh, das war knapp. Meine Güte. 6 Leben haben wir bis jetzt verbraucht. Und wir kontinuieren. Bobs Höhle. Nein, ach, nein, ach, Mist. Okay. Die Viecher sind also im ersten Moment nicht so gefährlich, wie man vermuten möchte. Sondern sie ditchen einen einfach nur mal an. Ah, Fallen, Fallen, überall nur Fallen. Wo bin ich denn? Ach, da bin ich. So, hier unten sind wir sicher. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diese Grafik. Es ist nicht so, dass ich unbedingt immer alles in Retro haben muss, aber das hat wirklich was. Also, nein, oh, da hat er uns erwischt. So, dann gehe ich hier erstmal rüber und mache das von hier aus. Und kümmere mich dann hier um den Rest. Dann muss ich da nicht nochmal hoch. Nein, oh Mist. Das kann doch nicht sein. Jetzt stelle ich mir das noch vor mit den alten Controllern, beziehungsweise über Tastatur, wenn man keinen Joystick hatte. Ich glaube, ich habe auch 10 Millionen Joysticks verschlissen. Nein, ach, das kann doch nicht sein. Ich muss doch schneller sein. Das ist doch alles hier Lug und Betrug. So, jetzt haben wir es geschafft. Und das Schwierige ist, dass man das mit dem Joystick von... Also, ich spiele es mit dem Xbox-Controller. Und, Steuerung ist so geartet, dass ich mit dem Joystick spiele und nicht mit den, mit dem... Nein, ah! Warum springe ich da auch hoch? Ich dachte mir noch in den ersten Leveln, so einfach kann es doch nicht bleiben. Und tatsächlich, es blieb nicht so einfach. So, und hier wieder runter. Ja, nachher steht dann am Ende des Levels Leben verloren. 10.642.000.
So, jetzt schau ich mal. Haha. Nein. Ah, nein. Ich bin daneben gesprungen. Das kann doch nicht sein. Aber das Pixel ist sehr niedlich. Aber ist das wirklich 64x48 Pixeln? Ich glaube ja nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das sind viel zu viele Pixel. So, dann holen wir uns den mal. Ich probiere es jetzt mal links rum. Vielleicht funktioniert das ja besser. Tatsache, es funktioniert besser. 11 Leben verloren. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Der Roboter beobachtet dich. Wo bin ich denn? Ach, da. Und überall ist dieser Roboter. Und ich glaube... Nein! Ach, den können wir nur zweimal treffen. Einmal haben wir dann sozusagen Karenz. Und die restliche Zeit... ist dann natürlich hier zappenduster. Und so vom Design, vom Pixel her, erinnert das Ganze natürlich so ein bisschen an Super Meat Boy. Das wahrscheinlich ja genauso vom Schwierigkeitsgrad. Wie soll ich denn hier hochkommen? Ah, okay. Wenn ich im richtigen Moment... Nein, Mist. Ach, jetzt ist dieses andere Fieder auch noch im Weg. Okay, das hätte jetzt geklappt, aber... Ah, du hast einen magischen Kristall gesammelt. 72 davon gibt es. Wenn du alle einsammelst, dann wirst du ein... dann wirst du eine von den persönlichen Maschinen freischalten. Das Sega Master System. Das war eins von den Dingern, die ich hatte. Nein! Nein! Das ist doch eine Frechheit. Ich war so... ich war doch so gut. Also, im Rahmen meiner Möglichkeiten. So. Ach, hier komme ich auch hoch. Ach, das ist ja... Ja, natürlich, stimmt natürlich. Das kann ich natürlich auch machen, von hier aus. Hochspringen. Natürlich nur, wenn ich das hier richtig time. So. Und richtig getimed. Und wir haben alles eingesammelt an Sachen, die wir einsammeln können. Das ist einfach nur gemein. Okay. Ich ahne Böses. Ach, da oben rechts ist wieder so ein Ding. Die haben wir schon wieder nicht eingesammelt, ne? So. So, da haben wir auch schon wieder was eingesammelt. Hier ist wieder Zappenduster. Und... Ach du meine Güte. Ich ahne Böses, ich ahne Böses. Aber ich mache das ganz gut, ne? Ich meine, große Fresse, aber jetzt... denke ich mir dann auch so... So, schnell mal hinterher. Und dann einfach nur noch in die Tür rein. 14 Leben haben wir bis jetzt verloren. Das ist ja eigentlich gar nichts. Chiptune Radio. Chris Kuckler hat das Lied geschrieben. Hört sich in Ordnung an. Und der Atari 2600 wartet auf uns. War das nicht der schlimmste Atari? Gefolgt von dem besseren 5200? Ich erinnere mich dunkel irgendwo. Aber für den Atari 2600 gibt es natürlich viele, viele tolle Spiele, wie zum Beispiel Pitfall. Und Pitfall habe ich damals immer auf dem C64 gespielt. Bin aber nie weit gekommen, weil es einfach, ich glaube, meine Aufmerksamkeitsspanne war einfach zu gering. Und das tolle Spiel E.T., das zu Millionen vergraben wurde. Also sagt man, dass man, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ist, ich glaube ja, dass da wirklich tausende von Modulen wirklich vergraben wurden, weil sich das so schlecht verkauft hat.
Und anstatt es einfach in Müll zu schmeißen, haben sie es in der Wüste vergraben. Das werde ich übrigens spielen, werde ich mal versuchen dazu spielen, wenn ich 1000 Abonnenten habe. Also immer schön auf den Abonnieren-Button klicken, dann klappt das schon. Der Atari 2600, 1977 von Atari auf den Markt gebracht und das Ganze ist ein 8-Bit-Modulsystem. Der AMOS 6507 läuft da drinne. Und zwar mit 1,19 MHz, 128 Bytes RAM. Das ist ja 40 mal 192 Pixel. Das ist aber ein merkwürdiges Format. Da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Und wir alten PAL-Recken, wir hatten damals sogar 24 Farben weniger als NTSC. Was ich erschreckend finde. 2600 Module gab es, aber für den 2600 hatte jedes Modul eine Maximumkapazität von 4 Kilobyte und 92 wurde das Ding dann, 92 erst, wurde es nicht mehr produziert. Das ist aber Wahnsinn, von 1977 bis 92. Das ist aber ein langer Produktlebenszyklus, kann man nicht anders so sagen. Der Blob wird erscheinen. Hallo, da junger Pixel. Ich habe mal wieder ein paar hilfreiche Tipps für dich. Also aufpassen. Wenn es scrollt, dann kannst du wieder nach oben an unten gucken. Das hatten wir ja schon. Ach, jumpen können wir auch. Und den Action-Button. Und hat es eigentlich hier nicht so... Aber es ist ja wieder der erste... Müssen wir eigentlich nachher nochmal zu dem Atari ZX, zu dem ZX81 von Sinclair. So. Oh, jetzt bin ich hier. Halt, wollte ich ja nicht. So, den letzten einsammeln noch. Damit wir dann auch das Sega Master System freischalten. Und wir müssen uns mal wieder vor spitzen Stacheln hüten. So, und jetzt geht doch mal vorbei, bitte. Danke sehr. Und hier auf dieser Seite kommen keine Spitzen raus. Aber, so mal, guck mal, der verliert auch jedes Mal, wenn er runter, also landet, verliert er auch so ein bisschen Partikel. Ich glaube, bevor Partikel bei Spielen auftauchten, ist erstmal ein bisschen Zeit vergangen. Ich weiß gar nicht, welches das erste Spiel mit Partikeln war. Müssen eigentlich... Waren das schon die 3D-Spiele oder waren das noch... Nee, müssten ja 2D-Spiele gewesen sein. Ich meine... Ich weiß es gar nicht. Welches war das erste Spiel mit Partikeln? Muss ich mal nachschlagen. The Battlements. Ach hier, die Kampfgeschichte. Also nicht Kampfgeschichten, sondern... Battlements ist, ich weiß gar nicht, wie ich das perfekt übersetzen soll. Da sind wir auch durchgelaufen. Battlements sind oben hier die Zinnen, die Burgzinnen, glaube ich. 14 Leben bis jetzt. Also beim Atari 2600 sind wir, glaube ich, noch nicht gestorben. Zu viele Monster! Ja, zu viele Monster, das glaube ich auch noch. Bin ich denn? Ach, da bin ich. Und da müssen wir rüber. Halt, Moment, böse Fledermaus. Ich glaube, das ist auch so ein klassischer Gegner immer mit Fledermäusen. Irgendwas scheinen die Leute gegen Fledermäuse zu haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da drauf springen kann. Das war noch eine Ära, bevor man auf Gegner drauf sprang. Haha, aber auch geschafft. Einfach mal so locker durchgelaufen. Die Wüstenoase. Oh, guck dir mal diese schöne Grafik an. Ich bin echt begeistert. Halt! Ah.
Das ist aber gruselig gemein gewesen.